schwierig. Wo passt das Teil jetzt hin, das Kraftwerk? Hier. Aber das sieht ja kacke aus. Also machen wir das nicht. Das Kraftwerk würde hier sehr gut aussehen. Es würde hier gut aussehen. Da kann ich nichts anderes sagen. Das muss hier hin. Gruppe 0. Tut das Kraftwerk dahin. Das wage ich nicht. Gruppe 9. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich Gruppe 9. Hackt Holz. Gruppe 0. Baut ein Wetterkraftwerk. Wohnhaus. Kriegen wir hin. Dann wird das einfach ausgebaut. Dann passt das schon. Ich bin gespannt, wie schnell diese Aussage, die ich jetzt gerade getätigt habe, nach hinten losgeht. Wen, die laufen nicht so weit. Kann ich jetzt Feierabend machen? Gut, die laufen so weit. Mit der Arbeit. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Halt. Das muss nicht ausgebaut werden. Dann bauen wir eher das hier aus. In Ordnung. Wir kümmern uns darum. Die Steine sind doch hier nicht weg. Aber wir haben hier noch eine ganze weitere Riege an Steinen noch weg können. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Ja, zu diesen Steinen. Wird erledigt. Ja. Wird erledigt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Der Tag der Arbeit gesegnet. So, jetzt haben wir ein arbeitendes Wetterkraftwerk. Perfekt. Und jetzt kann da ein Zugbrunnen oder. Na, eigentlich müssen wir schon einen richtigen prunkvollen Brunnen für die Kathedrale setzen. Hier. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Was können wir noch daneben setzen? Haben wir schon? Hat es vielleicht eine Riege aus den Bauern? Nein. Eine Riege aus Pavillons ist immer übertrieben und das ist nicht so schön. Zwei weitere Dario-Statuen. Nicht schlecht, aber ich glaube, wir bleiben erstmal bei Kameradenstatuen. Ja. Natürlich. Du. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Hier muss eine Kameradenstatue hin, aber du kannst mal die hier bauen. Wer hat... Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senk dich feuern. Wirklich, der Ausbau davon hat das Ganze ruiniert. Will ich wissen... Okay, gut, bauen wir hier trotzdem aus. Ach, natürlich. Natürlich ist eine Kettenreaktion wieder ausgelöst. Diesmal habe ich nämlich nicht damit gerechnet. Hier, die Mönche sind in dieses Wohnhaus gezogen. Die Alchemisten sind in dieses Wohnhaus gezogen. Das heißt, jetzt müssten hier irgendwo drei Plätze frei geworden sein. Na, hier sind zwei Plätze frei geworden. Und dieses Wohnhaus ist fast komplett leer. Aber welcher Bauer wohnt da drin? Der da drin arbeitet. Wird das soweit laufen? Höchstwahrscheinlich nicht. Testen wir es aus? Nein. Zeit. Ja, gut, wir testen es aus. Weg damit. Das Gebäude ist ausgebaut. Seid gesegnet. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Nein, hat uns nicht geklappt. Nichts lieber. So, ihr zieht uns das letzte Hemd. Der Ingenieur, warum? Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Immer noch. Das ist unglaublich. Wann bauen wir hier aus? Dann werden, glaube ich, noch mehr Leute nachrücken. Das wissen wir doch. Deswegen können wir es vergessen, hier auszubauen. Und werden stattdessen hier ausbauen. Die treiben mich in den Wahnsinn. Aber das ist natürlich jetzt kein Problem. Wie ihr befehlt. In Ordnung, das kann ich. Wir erledigen das. Warum haben wir eine unsichtbare Belagerungskanone? Wir kümmern uns darum. Sofort. So soll es sein. Wie ihr wünscht. Entlassen wir die mal. Ich habe das Gefühl, das ist nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Fallen jetzt einfach durch die Welt, wenn wir die jetzt... Ich glaube, wir machen das Spiel gerade einfach kaputt. Ich weiß nicht, wie wir es tun, aber wir machen das. So. Genügend Geholz, ihr Wahnsinnigen.
Behalten wir diese Kanone mal ganz genau im Auge. Unsere Gießerei produziert also unsichtbare Belagerungskanonen. Müssten wir nur wissen, ob die Dinger auch funktionieren. Wie ihr befehlt. Der Tag der Abrechnung. Steuern eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Das ist einfach nur wieder Willkür. Ihr müsst mehr Steine bekommen. Ich weiß. Unsere übliche Willkür schlägt mal wieder zu. Ausbau fertig. Wie ihr wünscht, wird gemacht. Jetzt könnten wir uns wieder die Frage stellen. Ist es klug, unsere... Ah, die Steine sind da. Alles klar. Ist es klug, unsere Armee so stark auf Scharfschützen zu setzen? Höchstwahrscheinlich nicht. Wir machen es trotzdem. Wir müssen uns einfach darauf verlassen, dass die Kanonen ganz gut in der Lage sind, sich um die Fußtruppen, die uns angreifen wollen, zu kümmern. Wie ihr befehlt. Sofort. Probleme kriegen wir nur mit Reitern. Ausbau vollbracht. Unsere Kanonen, ja. Ist mir Befehl. Die sind ein Phänomen für sich. Ausbau abgeschlossen. Wir können eigentlich schon mal anfangen, hier im Norden noch alles abzusichern, entlang dieser Brücke. Gruppe 0 geht natürlich doch immer an die Front. Also Gruppe 9. Gruppe 9 wird aus den Leuten bestehen, die dahin gehen. Auf Schnauze. Dem Schießplatz werden Schützen ausgebildet. Diese können dann durch Forschen und Ausbau des Gebäudes sein. Danke, Priester. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Dafür sind wir genau die Richtigen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort so, schaff es, ihr seid Armee 1. Ich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Kanonen. Das kann ich. Seid unbesorgt. Mit euch ist die Lage ein bisschen komplizierter. Ich weiß auch nicht mehr. Unsichtbare Kanonen. Fertig. Ich weiß auch ganz genau, wenn wir diesen Bauernhof ausbauen, rennen direkt die Ingenieure alle daran. Die Leute, die wir hier haben, die werden nicht in der Lage sein, da irgendwas raus zu essen. Deswegen werden wir Gruppe 8 gleich sich um die Schwefelbeschaffung kümmern lassen. Sobald dieser Stein auf dem Weg ist. Andererseits können wir uns später aufheben. Hier, holt Schwefel. Das Zeug wird langsam seltener bei uns. Ich weiß auch nicht mehr mit den unsichtbaren Kanonen. Wir machen kurz mal keinen Quick-Save, sondern einen echten Save. Wir überspeichern Eric Tales. Ich weiß nicht, wie das kommt. Sind die Kanonen irgendwie unter die Map gerutscht oder sind die einfach aus irgendeinem anderen Grund unsichtbar? Werden wir vielleicht irgendwann auf unsichtbare Kanonen treffen und das ist einfach die Art und Weise des Spiels, uns zu erklären, dass wir gleich von unsichtbaren Kanonen weggesprengt werden. Vielleicht. Wer weiß.
Ich auf jeden Fall nicht. Kein Problem. Ach komm, einfach so, weil wir es können. Das Wetter ist jetzt übrigens auch in unserer Hand. Könnte aber schwierig sein. Vor allem wird es von Kavalleristen gefangen gehalten, wo in unserer Armee natürlich gar nicht gewappnet ist. Also eigentlich bräuchten wir jetzt auch noch selber ein Kontingent aus Reitern, um uns dagegen zu decken. Wir erledigen das. So, wir gehen dann wieder auf 6 Belagerungskanonen. Das kann ich. Ja, Herr. Ja. Eine neue Technologie ist erforscht. Ich kümmere mich darum. Das Gute ist, mit unseren Helden haben wir vielleicht eine Chance gegen die Reiter. Kerberos kann die vertreiben und schwächen und Erik wird einfach unsere Scharfschützen immer buffen und verstärken. Das Gebäude ist ausgebaut. Sodass die ein Verstärker sind. Ja, aus purem Misstrauen gegenüber unseren Verbündeten. Sie sollen wissen, was ich von ihnen halte. Das Gebäude ist ausgebaut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Hallo, 6 Belagerungskanonen. Wir könnten uns noch 3 weitere bauen. Dann hätten wir 9. Ich sehe nicht, warum wir das nicht machen sollten. Wir werden vermutlich ohnehin gegen riesige Gegnermassen ankämpfen müssen. Da kann es nicht schaden, wenn wir ein paar Meinungsverstärker dabei haben. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ausbau fertig. Gruppe 0. Wie wäre es mal mit einer Reiterstatue, die hier steht? Einer Dario-Statue, die hier steht, weil Dario hier gewesen ist. Genau hier. Ein Obelisk. Der Schwachsinn ist, deswegen vergessen wir das. Ein Zugbrunnen. Zugbrunnen ist immer schön. Zugbrunnen, der hier steht. Damit unsere Leute was zu trinken haben. Dafür sind wir genau die richtigen. Ich kann nie sehen, wenn die Kanone fertig ist, weil die Kanone unsichtbar ist. Das ist unglaublich mit den unsichtbaren Belagerungskanonen. Fertig. Ich würde ja sagen, ich bin fassungslos, aber das würde voraussetzen, dass ich überhaupt noch schockiert werden kann. Hier. Kein Problem. Haben die Leute eine schöne Aussicht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, die letzte Kanone wird hergestellt. Ja, Herr. Verdammt. Das war halt, kann ich das nicht abbrechen? Wir brauchen noch eine ausgebaute Steinmesse, um unsere Gebäude zu verstärken. So, da haben wir noch den Platz. Denn der Steinmetz-Buff ist ja nicht so miserabel. Hier, komm. Wir entlassen gleich einfach ein paar Leibeigene, so 4 Stück. Dann läuft das schon. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Von 9, ihr könnt den Lehm packen, weil ihr ihn zu tun habt. Ja, wir wollen unbedingt noch die Verstärkung unserer Gebäude haben. Das Gebäude ist ausgebaut. Hat geklappt.
ohne dass wir 9 Hungernden bekommen haben. Ich bin überrascht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Was wir auch wollen, ist eine Motivation, die auf 200% ist, damit alles gut ist. Aber ich denke, 174% werden schon. 174% werden schon reichen. Einen Zalter gönnen wir uns noch. Dann wird gespeichert, gebetet und Steuern werden untergesetzt. Und dann bezahlen wir den Tribut. Zahltag. Das Bündnis, ja. Dann wird gebetet. Maurerhandwerk ist auch erforscht, wie zutreffend, perfekt. Und los geht's. Danke fürs Gold, ich lasse dich die Brücke herunter, viel Glück. Wie es aussieht, öffnen die Bergbewohner gerade ihr Tor. Ah, sieh an. Gut, dass wir sie bezahlt haben. Ich hab schon ganz vergessen, dass sie noch existieren. Gut, und wir können jetzt praktischerweise den letzten Platz, den wir haben, auf einen Kundschafter draufsetzen. Und Zunderdosen erforschen hier. Weil, warum auch nicht? 176% Motivation. Die Leute sind ja aber richtig motiviert hier. Alter, wenn die bei uns einmarschiert wären, während die Brücke unten ist, wir wären so am Arsch. Denn dagegen hätten wir uns nicht wehren können. Die Kanonen, wir haben vergessen, die Kanonen in einer Gruppe zusammenzufassen. So, alle unsere neuen Kanonen sind Gruppe 4. Weil es immer sehr gemütlich ist, die Kanonen auf Gruppe 4 zu haben. Wir kümmern uns darum. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Hallo, Kundschafter 7. Willkommen in der Hölle. Du bist derjenige, der da vorne steht. Na komm, warum auch nicht? Weil wir können. Oh, verdammte Scheiße. Kanonen, wir brauchen euch. Hierhin. Pronto. Ja, Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Jawohl. Es ist Zeit. Armee 1. Anmarsch. Kanonen. Pronto nach hierhin. Einfach reinsammeln hier. Machen wir den Unterschied. Kerberos liebt natürlich das Getümmel, also mitten rein. Spürt mein Schwert. Stopp! Nicht! So, ihr gehört also die Position behalten. Kerberos schwächt die Gegner. Ihr seid uns doch nicht annähernd gewachsen. Kunchi 7. Der muss sich auch verarscht vorkommen. Wie bin ich hierher gekommen? Hier ist ja überall Krieg. Kanonen sind da. Einer eurer Helden wird angegriffen. Kunchi 7. Was haben wir hier? Sieht her. Nein. Wie ich schon sagte, willkommen in der Hölle, Kunchi 7. Ja, ich kümmere mich darum. Ja, in Ordnung.